Willkommen, liebe Kampfsportfreunde, ich bin's wieder, Mike Hans von Gordon Pound TV. Neben mir steht Jasmin Khatibe von den Ettel Brothers. Du hast heute deinen Kampf gewonnen. Erzähl mal, wie hast du den Kampf gesehen? Ja, also ich habe eine Aufgabe gehabt von meinem Trainer, dass ich die erste Runde am Stand bleibe, weil im letzten Kampf gegen die Lila, also der ganze Kampf war eigentlich am Boden, der ganze Kampf beim ersten Mal. Jetzt war die Aufgabe einfach die erste Runde am Stand zu bleiben. In der zweiten Runde habe ich gefragt, soll ich weitermachen? Er hat gesagt, ja, bleib am Stand, mach ein bisschen mehr Druck. Leider Gottes habe ich einen High-Kick bekommen ins Auge, wo ich dann wirklich alles nur noch doppelt gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt gehst du einfach retour und wartest, bis das vorbei ist und dann gibst Gas. Und Gott sei Dank ist es aufgegangen, Gott sei Dank. Ja, stimmt, ihr habt die ganze Zeit sehr kontrolliert gekämpft, sehr ruhig auch, nicht überhastet oder so, habt ihr beide zusammen auf jeden Fall euch eingestimmt. Ja, ich finde, im MMA sollte man auf jeden Fall kontrolliert und ruhig bleiben. Also ich finde, das ist wirklich der beste Rezept. Ja, man gesehen, da hast du auch das Ende gesucht und auch sofort die Chance genutzt und den Sack zugemacht. Ja, genau. Du hast mir gerade schon erzählt, du hast auch schon mal gegen einen Mann im MMA-Kampf bestritten. Wie ist der denn verlaufen? Erzähl mal. Letztes Jahr bei der Cage Fight, also bei Cage Fight Series 5, habe ich einen MMA-Kampf gegen einen deutschen Mann gemacht. Der ging unentschieden aus. Ich war wirklich ernst verletzt. Also zweifachen Meniskusriss. Wäre diese Verletzung nicht gewesen, dann hätte ich bestimmt mehr gemacht. Wie sieht es für dich für die Zukunft aus? Was hast du geplant? Was ich geplant habe, steht alles noch offen. Ich werde auf jeden Fall weiterhin meine Events machen, weiterhin kämpfen. Ich bin unter anderem noch Sportstudentin. Das steht mir auch noch bevor. Und großer Wunsch und Ziel von mir ist irgendwann einmal in die USA. Mittlerweile habe ich schon einen amerikanischen Sponsor, der mich immer bei allen Kämpfen unterstützt. Und ja, ein, zwei Jahre noch, dann hoffe ich doch. Ja, da bin ich mal gespannt. Magst du was an die Fans und die Freunde loswerden? Bitte? Magst du was an die Fans und die Freunde loswerden? Ja, ich möchte mich beim Ettel-Team bedanken fürs tolle Training und die Qualen. Und bei allen meinen Fans, bei meinen Freunden, meinen Sponsoren, Firma Cashpoint, die mich immer toll unterstützt bei jedem Event. Und ja, ich hoffe, es geht siegreich weiter. Alles klar, dann bedanke ich mich schon mal, Jasminka, für das Interview und wünsche dir für die Zukunft weiterhin viel Glück. Okay, danke.